Das ist jetzt ein Spinett hier. Und die Tastatur ist auf jeden Fall noch kleiner als beim Cembalo. Und auf jeden Fall kleiner als bei einem Klavier heutzutage. Und es hat keinen Deckel. Der wurde auf jeden Fall abgenommen. Und wenn ich von oben drauf gucke, erinnert mich das tatsächlich an eine liegende Harfe ein wenig, wenn man etwas abstrakt denkt. Wobei die Saiten natürlich jetzt trotzdem durch die Tasten eingeschlagen werden. Ich bin sehr gespannt, wie die darauf reagieren, auf die unterschiedlichen, ja, auf den Anschlag, wie tief ich oder wie doll ich schlagen muss, damit ein Ton kommt. Thank you.
manchmal, wenn ich improvisiere, bleibe ich bei einem Motiv irgendwie hängen. Und auch wenn ich vorher sage, okay, ich möchte eigentlich weitergehen oder ich habe schon einen kleinen Plan im Kopf, dann passieren so Dinge, dass ich dann etwas finde, wo ich dann einfach spüre, dass ich mehr draus machen möchte. Und dann passiert doch wieder sehr ja, plötzliches einfach, wie zum Beispiel ein Motiv. So was Schnelles, auch Dissonantes. Und dann darüber passt dann die Melodie im Bass oder so. Und einzelne Töne werden einfach zu Motiven und werden dann zum Leben erweckt. Es war sehr spannend herauszufinden, wie viel Kraft bzw. wie wenig Kraft ich geben muss beim Spielen, dass der Ton auch wirklich kommt. Und auch wie man trillern kann. Also es braucht eine Weile, um da wirklich sich reinfallen lassen zu können. Aber wenn man dann drin ist, macht es wirklich Spaß. Es spielt sich wirklich eigentlich sehr leicht. Also man darf nicht zu wenig Kraft geben, sonst kommt gar nichts. Aber natürlich auch nicht sehr viel. Also ganz angenehm einfach. Ja, es war sehr interessant herauszufinden, wie dissonant man werden kann, dass man es noch versteht im Ohr und ab wann es irgendwie so sehr verschmelzt, dass man gar nicht mehr richtig hört, also die Struktur nicht mehr hört. Und das fand ich sehr interessant, gerade bei der Improvisation herauszufinden.